Liebe Gäste, liebe Weinfreunde, heute darf ich Sie zum letzten Mal als Duttweilerer Weinprinzessin begrüßen. Wie Sie sicherlich schon bemerkt haben, ist meine Wochenendfamilie heute zahlreich erschienen, worüber ich mich sehr freue. Diese möchte ich Ihnen auch gleich vorstellen. So, wir haben einmal die Weinprinzessin aus Lachen-Speyerdorf, die Elisabeth. Die Mandelblütenprinzessin Melanie aus Gümmelding. Die Mandelblütenkönigin, die Lina Marie, auch aus Gümmelding. Die Amelie von der Hart. Dann die Lena, die Annexer Bierfestkönigin. Die Annika, unsere neue Duttweilerer Weinprinzessin. Die Laura, die pfälzische Weinprinzessin. Die Sarina, die Weinprinzessin aus Geinsheim. Die Alexandra, die Weinprinzessin aus Diedesfeld. Und die Michelle, die Weinprinzessin von Hambach. Vor einem Jahr wurde ich noch unter strengen Voraussetzungen aufgrund von Corona gekrönt. Damals durften nur geladene Gäste an der Krönung teilnehmen. Das heißt, die Öffentlichkeit wurde leider ausgeschlossen. Meine Amtszeit war ehrlicherweise ganz anders als gedacht. Manche Sachen liefen besser als erhofft, andere Sachen hingegen haben mich manchmal fast zur Verzweiflung gebracht. Auf mein Jahr blicke ich mit einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge zurück. Bedanken möchte ich mich bei meiner Familie, die mich das ganze Jahr über unterstützt hat und mit der ich gemeinsam meinen eigenen Prinzessinnenwein kreieren konnte. Danke sagen möchte ich auch von meinem Freund, der sich alle meine Reden und Texte mehrfach durchlesen sowie anhören musste und der ab und zu mein Chauffeur spülen durfte. Ja. Weiterhin möchte ich mich bei allen Duttweilerer Winzer und dem Ortsbeirat für das Vertrauen bedanken. Insbesondere möchte ich mich hierbei beim Weingut Breitling und Walter bedanken. Gemeinsam mit Simon durfte ich die Gäste auf ihrem Sommerfest begrüßen und vor 3 Wochen eine Weinprobe in unserer Partnerstadt Duttweiler halten. Zu guter Letzt möchte ich mich bei meiner Wochenendfamilie bedanken, die mich vom ersten Tag an herzlich in der Gruppe aufgenommen hat. Die Zeit mit euch war wunderschön. Jede Veranstaltung, die wir gemeinsam besucht haben, bleibt für mich immer in Erinnerung. Und ich hoffe, wir werden uns auch nach meiner Amtszeit zu dem ein oder anderen Glas Wein treffen, beziehungsweise mit Lina auf den ein oder anderen Traubensaft. Liebe Annika, komm mal kurz vor zu mir. Dir wünsche ich eine schöne Amtszeit mit hoffentlich mehr Auftritten, als ich sie hatte. Genieße deine Zeit als Duttweilerer Weinprinzessin und vertrete, wann immer es dir möglich ist, die Duttweilerer Weine mit all ihrer Vielfalt. Meine letzte Rede als Duttweilerer Weinprinzessin möchte ich wie meine erste beenden. 3 Dinge sind's, die ergeben den Wein: die Erde, die Rebe, der Sonnenschein. Doch wenn die Arbeit des Winzers nicht wär, dann bliebe der schönste Becher leer. Zum Wohl!